In diesem Talk geht es um Sozialpsychologie, auch neudeutsch Social Engineering genannt. Wie kriegt man jemanden dazu, etwas zu machen, was er eigentlich gar nicht machen möchte und dass er es nicht mal mitbekommt, was er tut? Das ist eine sehr interessante Fragestellung. Ich freue mich darauf, jetzt wissenschaftliche Antworten dazu zu hören. Bitte einen warmen Applaus für Stefan Schumacher. Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Läuft das Mikro? Ja, okay, gut. Bevor wir in den Vortrag einsteigen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, da der Vortrag ja so ein bisschen aus der Technik-Ecke rausfällt. Ich selbst bin Bildungswissenschaftler. Okay, muss ich nach hier gehen? Ich selbst bin Bildungswissenschaftler und Psychologe. Ich befasse mich seit einiger Zeit aus sozialwissenschaftlicher und psychologischer Sicht mit IT-Sicherheit. Zu diesem Forschungsbereich zählt unter anderem eben auch das Social Engineering und insbesondere dazu dann die Gegenmaßnahmen, die Abwehrmaßnahmen, die auch wieder rein auf der sozialen Ebene stattfinden müssen. Zu diesem Zwecke haben wir mit einigen Kommilitonen und Bekannten in Magdeburg ein Institut gegründet, um da die Forschung voranzutreiben. Das ist das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung. Und dieses Institut gibt als Open Access Journal, das heißt also online, allerdings voll zitierfähig, ein Journal heraus, in dem unter anderem auch ein Artikel zu diesem Vortrag erschienen ist. Diesen Vortrag habe ich schon des Öfteren gehalten. Dazu gibt es mehrere Veröffentlichungen. Die Erstveröffentlichung war in den Proceedings des GUKFÖRS Fachgespräches 2009. Das ist der erste Eintrag, kann man bei Lehmanns Medien noch bestellen. Dann ist das Ganze auch in einer der letzten Datenschleudern erschienen. Und zwar in der Ausgabe, steht nicht bei, das ist die mit dem ThinkPad und der Axt vorne drauf. Da wurde allerdings die gesamte Bibliografie komplett rausgekürzt, deswegen ist der wissenschaftlich nicht zitierfähig. Und im Magdeburger Journal zur Sicherheitsforschung, das ist hier der letzte Eintrag, gibt es die aktuellste Variante komplett mit Bibliografie zitierfähig, mit den Verweisen auf die Studien und so weiter und so fort. Ja, und damit steigen wir dann auch in den Vortrag ein. Der Vortrag ist grob in 7 Teile geteilt. 6 davon, also 2 bis 7, sind die sozialpsychologischen Grundlagen, die man benutzen kann, um Menschen zu manipulieren bzw. dazu bekommen, etwas zu tun, was man selber möchte. Und der erste Teil ist ein bisschen Einführung und Grundlagen. Was ist Social Engineering? Ursprünglich wurde der Begriff von Karl Popper 1945 in seinem Buch The Open Society and Its Enemies geprägt. Und es beschrieb damals eine Theorie der Soziologie, Massen- und Sozialpsychologie zu dem Thema, wie man Massen zu einem vorhersagbaren, festgelegten Verhalten bewegen kann. Also wie kann ich eine Gesellschaft so transformieren, dass sie meinen Ansprüchen genügt, also dass ich festlege, wie Menschen sich zu verhalten haben. Das Ganze ist etwas, was totalitäre Gesellschaften sicher mögen. Der ein oder andere kennt sicherlich die Bilder der Reichsparteitage. In der DDR gab es die Aufmärsche zum 1. Mai. Die Olympischen Spiele sind auch so eine Inszenierung und da gibt es noch viele andere Beispiele für. Das Ganze wurde auch in der Literatur als Roman verarbeitet. Ein sehr schöner Roman, der leider relativ unbekannt ist, ist Wir von Jewgeni Samjatin, der in, glaube ich, 1922 oder 1924 veröffentlicht wurde. Und 1984 und Brave New World sind ja allseits bekannt. Da geht es also quasi um das alte Original Social Engineering. Im Hacking oder in der IT-Sicherheitsbereich bezeichnet Social Engineering etwas, wo man technische Sicherheitsmaßnahmen durch menschliches Verhalten umgeht. Man kann auch sagen, man versucht, Leute zu hacken. Man benutzt dazu Prinzipien der allgemeinen Psychologie und diese Prinzipien möchte ich jetzt hier in dem Vortrag vorstellen. Oder ich habe es mal auf den Punkt gebracht in der Aussage, warum sollte ich ETC Master und Passwort cracken, wenn ich doch einen Benutzer dazu bringen kann, mir sein Passwort zu geben. Das ist also wesentlich einfacher. Oder um es nochmal kurz und knackig zu sagen, OSI Layer 9, wir sind also hier auf der Ebene Political. So, und damit sind wir dann auch schon bei den Grundlagen. Wenn man sich mit menschlichem Verhalten befasst, ist das Erste, was man betrachten muss, die sogenannten Fixed Action Patterns. Fixed Action Patterns wurden und werden schon seit langer Zeit von Verhaltensbiologen untersucht und dabei handelt es sich um feste Verhaltensregeln, die uns quasi fest einkodiert sind, die beispielsweise über das limbische System in der Evolution entstanden sind. Ein ganz bekanntes Beispiel, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist Konrad Lorenz, der ja seinerzeit Graugänse aufgezogen hat und nach dem Schlüpfen der Graugänse bzw. der Küken das erste war, was diese Graugansküken gesehen haben. Und da setzte dann die Prägephase der Graugansküken ein und dadurch betrachteten diese Graugänse Konrad Lorenz als ihre Mutter und folgten ihm dann. Es gibt also bestimmte bekannte Film- und Fotoaufnahmen, wo Konrad Lorenz da mit dem Fahrrad über ein Feld fährt und die ganzen Enten ihm hinterher watscheln, beziehungsweise er durch so einen See schwimmt und die Enten auch hinterher sind. In der Literatur gibt es ein bekanntes Experiment von M.W. Fox, das dieser 1974 in den USA durchgeführt hat.
Und zwar hat er ein ausgestopftes Wiesel genommen und hat das zu einer Truthahnhenne in den Käfig gesetzt. Die Truthahnhenne hat das Wiesel sofort attackiert, weil es ein natürlicher Feind ist. Sie hat also so eine Fixed-Action-Pattern, wenn Wiesel da, sofort Attacke, und hat diese Fixed-Action-Pattern sofort umgesetzt. Dann hat er in dieses Wiesel einen kleinen Lautsprecher eingebaut und hat über diesen Lautsprecher das Cheep-Cheep von Truthahnküken abgespielt. Das wiederum führte dann dazu, dass die Truthenne das Wiesel als Truthahnküken akzeptierte und anfing, es zu bemuttern. Es wurde also in diesem Fall die Fixed-Action-Pattern, wenn Truthahnküken, dann Truthahnküken bemuttern, in Gang gesetzt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich dämlich, man muss sich aber natürlich vergegenwärtigen, dass ein Wiesel in der Natur kein Cheep-Cheep machen kann. Dazu braucht man schon Menschen, die das irgendwie manipulieren. Ein anderes bekanntes Beispiel sind die Kuckuckskinder, die dann bekannterweise ja ihre Eier anderen fremden Gelegen unterschieben. Und da gibt es manchmal Fotos von relativ kleinen Vögeln, wo dann so ein großer Kuckuck zwischen sitzt. Und die entsprechenden Kuckuckseltern merken nicht, dass das gar nicht ihr eigenes Kind ist und ziehen das mit auf, weil die eben darauf programmiert sind, wenn das Ei in meinem Nest liegt und etwas daraus schlüpft, dann ist es mein Kind, also zieh es auf. Das Ganze greift auch bei Menschen, denn eigentlich sind wir auf evolutionsbiologischer Ebene immer noch Tiere. Die bekannteste Fixed-Action-Pattern, die eigentlich jeder Psychologe auch im Grundstudium kennenlernt, ist die sogenannte Fight-or-Flight-Reaction. Das ist also die Entscheidung Flucht oder Kampf. Innerhalb von Mikrosekunden kann das limbische System, das werde ich nachher noch kurz vorstellen, entscheiden, ob eine Situation für uns gefährlich ist. Und wenn das limbische System entscheidet, wir sind in einer gefährlichen Situation, dann muss es entscheiden, ob es sich lohnt zu kämpfen oder zu fliehen. Ja, es kommt also darauf an, bin ich da jetzt gerade von einer Horde Säbelzahntiger oder böser Affen oder Löwen oder sonst irgendwas umgeben, oder ist das ein Gegner, den ich bekämpfen kann? Und wenn das limbische System gesagt hat, flieh, dann flieht der Mensch erstmal, dann kommt es zu einer Panikreaktion. Das heißt also, da kann man nicht mehr mit rationalen Argumenten rangehen, sondern da ist der Fluchtmodus in Gang und der läuft dann erstmal eine Weile. Anderes stereotypes Verhalten ist durchaus auch kulturell geprägt, beispielsweise solche Aussagen wie etwas Teures ist gut, ne? Also Marken leben ja davon, beispielsweise Mercedes, Miele, Chivas Regal, das ist ein Whisky, der, als er eingeführt wurde, um die $10 pro Flasche verkauft wurde. Das führte dazu, dass der Umsatz und der Gewinn nicht besonders hoch war. Daraufhin hat die produzierende Firma den Whisky für einige Zeit aus dem Regal genommen und hat ihn dann wieder eingeführt, diesmal aber zum doppelten Preis von $20. Was dazu führte, dass die Konsumenten davon ausgingen, dass dieser Whisky was Besonderes ist und ihn dann gekauft haben. Es gab zwar einen geringeren Absatz, also weniger Stückzahlen wurden verkauft, dafür wurde aber mehr Gewinn gemacht, weil die Leute eben davon ausgingen, dass das ein teurer und damit ein guter Whisky ist. Ein anderes typisches kulturell vermitteltes stereotypes Verhalten ist die Aussage, dass Experten wissen, wovon sie reden. Ne? Deswegen seid ihr ja alle hier, weil ich der Experte bin und ich euch jetzt was zu diesem Thema erzählen kann. Anderer Punkt sind Frauen und Schulleben oder der erste Eindruck. Also das sind alles stereotypes Verhalten, das auch bei Menschen auftritt. Aus wissenschaftlicher Sicht stellt sich jetzt die Frage, wieso gibt es stereotypes Verhalten? Nun, die Umwelt, in der wir leben, ist zu schnell und zu komplex, um jede Entscheidung zu analysieren. Ich hatte ja dieses Beispiel mit der Fluchtreaktion. Wenn ich erst überlegen muss, ob ich vom Säbelzahntiger weglaufen soll, ist es wahrscheinlich schon zu spät, weil er mich dann wahrscheinlich gepackt und gefressen hat. Deshalb hat sich die Natur oder die Evolution etwas Nettes ausgedacht, beziehungsweise das menschliche Gehirn hat sich so entwickelt, dass es sogenannte Urteilsheuristiken gibt. Urteilsheuristiken sind, wie auch in der Informatik Heuristiken, kurze Entscheidungsmakros, die durch bestimmte Auslösemerkmale ausgelöst werden. Das heißt also, wir haben vererbt, beziehungsweise durch Akkulturation, also durch kulturelles Lernen, bestimmte Urteilsheuristiken erlernt, beziehungsweise vererbt bekommen, die dann durch entsprechende Merkmale ausgelöst werden. Automatisiertes stereotypes Verhalten ist die effizienteste Verhaltensform, die ein Mensch haben kann. Wenn ich nicht erst nachdenken muss und Entscheidungen abwägen muss, dann habe ich weniger kognitive Last, muss also weniger Arbeit verrichten. Das Gehirn ist natürlich auch ein Organ, das Energie benötigt. Und wenn ich eben den Tag damit rumbringen kann, möglichst mich stereotyp zu verhalten, dann brauche ich mein Gehirn nicht anstrengen, verbrauche weniger Nahrungsmittel, brauche weniger Kalorien zuführen. Die Auslösemerkmale sind, wie schon erwähnt, teilweise kulturabhängig. Es gibt also beispielsweise Gesellschaften, in denen man davon ausgeht, dass die Älteren das Sagen haben und nicht die Jüngeren. Wenn also jemand was sagt, wenn es einen Streit gibt zwischen einem Alten und einem jungen Mann, dann hat also automatisch der Alte gewonnen, weil er eben der Ältere ist. Das ist kulturell vererbt. Es gibt auch Gesellschaften, in denen man sagt, dass Frauen wertlos sind. Da wird eben in der Diskussion auf Frauen nicht gehört, weil das eben kulturell so überliefert wurde. Kontrolliertes Verhalten, das ist also das Verhalten, das quasi gegenteilig zur Urteilsheuristik steht, aufgrund sorgfältiger Analyse findet nur dann statt, wenn vom Individuum die Entscheidung als wichtig empfunden wird. Das heißt, wenn ich möchte, dass jemand über seine Entscheidung nachdenkt, muss ich ihn motivieren, muss ich ihn dazu bekommen, dass er diese Entscheidung als wichtig empfindet.
Interessant ist dabei, dass wir, wenn wir in der Regel zu faul sind, uns mit den ganzen Themen einzuarbeiten und kontrolliertes Verhalten durchzuführen, uns an unsere Berater und Experten wenden. Das heißt also, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wenn wir Probleme mit der Steuer haben, gehen wir zum Steuerberater. Wenn wir rechtliche Probleme haben, gehen wir zum Anwalt. Und von diesen Anwälten bzw. Experten erwarten wir dann natürlich kontrolliertes Verhalten. Wir wollen also natürlich einen Arzt haben, der nach allen Regeln der Kunst die medizinischen Geräte da auffährt und nicht nach Bauchgefühl entscheidet, ob wir krank sind oder nicht. Ein weiterer Punkt, der beim stereotypen Verhalten mit reinzählt, sind die sogenannten Wahrnehmungskontraste. Rein physiologisch ist der menschliche Körper nicht in der Lage, Daten von außen in Absolutwerten wahrzunehmen. Wir sind also nur in der Lage, auf Kontrast zu reagieren. Es gibt dort ein sehr einfaches Experiment, das man selbst zu Hause durchführen kann oder das die meisten sicherlich schon mal mehr oder weniger freiwillig durchgeführt haben. Und zwar nimmt man einfach mal drei Wassereimer, füllt in einen Wassereimer kaltes Wasser, in einen anderen Eimer warmes Wasser und in den dritten Eimer heißes Wasser. Und dann füllt man oder steckt man die linke Hand ins kalte und die rechte Hand ins heiße Wasser und nach einer kurzen Zeit steckt man beide Hände ins warme Wasser. Und je nachdem, in welchem Wasser die Hand vorher war, empfindet man das warme Wasser nun als kalt oder als heiß. Das beruht eben auf diesem Phänomen der Wahrnehmungskontraste. Diese Wahrnehmungskontraste sind natürlich nicht auf Temperaturempfinden beschränkt, sondern die können beispielsweise auch bei Preisangaben oder bei anderen Dingen mit hineinspielen. Ja, dann sind wir schon beim ersten sozialpsychologischen Phänomen, das ist die sogenannte Reziprozität. Dafür gibt es leider keinen wirklich guten deutschen Begriff. Ich sage mal, es handelt sich darum, dass man einen Gefallen zurückzahlt, beziehungsweise man kann sagen, eine Hand wäscht die andere. Reziprozität ist wichtig oder Reziprozität ist entstanden und hat sich durchgesetzt, weil Gesellschaften, die organisiert sind, dadurch gewinnen. Ich kann also durch Reziprozität quasi Sachen wie beispielsweise Nahrung oder Ähnliches über einen längeren Zeitraum konservieren. Reziprozität existiert nach verschiedenen Untersuchungen in allen Kulturen. Es gibt also keine Gesellschaft, keine menschliche Gesellschaft auf der Erde, die nicht über Reziprozität oder das Reziprozitätsprinzip beinhaltet. Man kann also davon ausgehen, dass das biologistische Ursachen hat, dass wir das also quasi schon während wir quasi entstehen, also während der Mensch, wie sagt man dazu? Also in der Schwangerschaft, während das Gehirn entsteht, wird wahrscheinlich schon die Grundlage für dieses reziproke Verhalten gelegt. Es gibt eine anthropologische Untersuchung, die behauptet, dass wir Menschen sind, weil wir, also dass der Mensch sich eben zu dieser kulturellen Rasse entwickelt hat, weil wir Nahrung und Kompetenzen in einem respektierten Netz aus Verpflichtungen teilen. Das heißt also, wenn Leute irgendetwas weggeben oder wenn ich jemandem irgendetwas schenke, dann ist der verpflichtet, mir irgendwann wieder ein Geschenk zurückzugeben. Und über dieses Verfahren besteht die Möglichkeit, Sachen zu konservieren, beispielsweise Arbeit oder eben Nahrungsmittel, insbesondere zu Zeiten, als es noch keine mechanischen Konservierungsmittel gab. Es gibt hierfür ein sehr schönes Beispiel aus der Literatur, und zwar bezieht sich das auf ein Erdbeben, das 1985 in Mexiko wütete, woraufhin Äthiopien, beziehungsweise zu der Zeitpunkt gab es in Äthiopien eine große Dürre und damit darauf folgend natürlich auch eine Hungerkatastrophe. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als in London das erste Band-Aid-Konzert stattfand, also als in Äthiopien wirklich die Leute am Verhungern waren. Und trotz dieser Hungerkatastrophe im eigenen Land hat das äthiopische Rote Kreuz Mexiko $5,000 an Hilfsmitteln gespendet. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wieso spendet das äthiopische Rote Kreuz nach Mexiko, obwohl es denen doch eigentlich wesentlich schlechter geht? Die Antwort war relativ leicht zu finden. 1935 hat Mexiko Äthiopien geholfen, als es vom faschistischen Italien angegriffen wurde. Und das äthiopische Rote Kreuz spürte einfach den Drang zu helfen. Sie mussten also quasi den Gefallen, den sie 1935 bekommen haben, zurückzahlen. Und das haben sie 1985 gemacht, indem sie trotz der eigenen Hungerkatastrophe $5,000 an Mexiko gespendet haben. Andere Varianten, um diese Reziprozität durchzusetzen oder wo man das ausnutzt, sind die freien Kostproben im Supermarkt. Das heißt also, die Leute, die da irgendwelche Wurst- und Käsestücke verteilen, machen das nicht, weil ihnen langweilig ist oder weil sie zu viel von dem Zeugs haben, sondern weil eben nachgewiesenermaßen der Absatz erhöht wird, wenn man solche freien Kostproben verteilt. Das ist übrigens auch der Grund, warum man beispielsweise zu geschäftlichen Treffen erstmal ein Geschäftsessen macht. Wenn ich als Gastgeber ein Geschäftsessen ausgebe, dann nutze ich natürlich dieses Reziprozitätsprinzip aus. Ich gebe meinem Gast oder erweise meinem Gast einen Gefallen und hoffe dann darauf, dass er natürlich mir wohlgesinnt ist und die Geschäfte mit mir abschließen wird. Ein anderer Punkt, der in einer Studie aufgedeckt wurde, die in der Sozialpsychologie ziemlich gut angekommen ist, da ging es nämlich darum, dass man Fragebögen rausschickt. Also in der Psychologie wird viel Forschung über Fragebögen gemacht und man hat damals Fragebögen rausgeschickt und hat dann denjenigen, die den Fragebogen ausgefüllt zurücksenden, einen Scheck über $50 versprochen.
Die Rücklaufquoten beliefen sich zu dem Zeitpunkt auf ungefähr 20-30%. Das ist also der normale Durchschnitt an Rücklaufquoten für Fragebögen. Dann hat man einfach in einem Experiment das Verfahren etwas abgeändert. Man hat jetzt nicht mehr $50 im Rücklauf versprochen, sondern hat einfach die Fragebögen rausgeschickt und hat einen $5-Scheck beigefügt und gesagt, danke für Ihre Mühe, bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus. Hier haben Sie im Gegenzug dafür schon einen $5-Scheck. Das Endergebnis war, dass sich die Rücklaufquote mehr als verdoppelt hat. Es waren also Rücklaufquoten von 60-80% bei Fragebögen, was sehr, sehr viel ist. Und das Ganze funktionierte eben so relativ einfach, weil man im Vorfeld schon diesen $5-Scheck rausgegeben hat. Die Leute, die also diesen Fragebogen bekommen haben, haben erstmal $5 verdient. Und damit war natürlich bei denen auch der Drang, sich zu revanchieren, also Reziprozität zu üben, gegeben. Und sie haben eben die Fragebögen dann in erhöhter Zahl zurückgeschickt. Man kann Reziprozität auch etwas subtiler anwenden. Man muss also nicht unbedingt hingehen und sagen, ich schenke dir jetzt $100 oder ein Stückchen Käse oder ein Wurstbrot oder so etwas. Man kann auch versuchen, ein Eingeständnis zu machen. Das wird als Geschenk betrachtet. Man kann also versuchen, Reziprozität auszunutzen, indem man bei Verhandlungen erstmal einen hohen Wert angibt, also eine hohe Forderung stellt und sich dann von dieser hohen Forderung zurückzieht. Wenn ich also sage, kannst du mir mal 100 Euro leihen, ich habe mein Portemonnaie vergessen, werden die meisten wahrscheinlich Nein sagen. Wenn ich dann runtergehe und sage, okay, kannst du mir vielleicht 10 Euro leihen, damit ich mir wenigstens was zum Mittagessen kaufen kann, dann führt das dazu, dass mein Gegenüber quasi von mir ein Geschenk im Wert von 90 Euro bekommt. Ich ihm also quasi ein Geschenk anbiete. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Verhandlungen wesentlich erfolgreicher sind und ich an diese 10 Euro wesentlich eher rankomme. Das Ganze kennt man wahrscheinlich aus den Verhandlungen zu Lohnerhöhungen, wenn dann Gewerkschaften und Arbeitgeber aufeinandertreten und die Gewerkschaften fordern erstmal 10% Lohnerhöhung, die Arbeitnehmer bieten dann 0% wie üblich und dann irgendwo treffen sie sich bei den standardmäßigen 3-4%. Eigentlich könnte man sich das ganze Trara drumherum sparen, trotzdem machen das die Verhandlungsführer dort. Interessant ist hierbei, dass natürlich nicht nur bei diesem Verfahren nicht nur die Reziprozität reinspielt, sondern auch der Kontrast. Ich habe natürlich hier den Kontrast von 100 Euro zu 10 Euro, der beläuft sich auf 90 Euro. Das ist also schon eine ganze Menge. Das wird insbesondere dann in Supermärkten bzw. als Verkaufsmasche ausgenutzt, wenn man irgendwelche Sonderangebote macht, wenn man irgendwelche Waren runtersetzt im Preis. Das zweite sozialpsychologische Prinzip, Commitment und Konsistenz, das kennt der ein oder andere Informatiker, insbesondere die Datenbanker sicherlich auch, hat in der Psychologie aber eine etwas andere Bedeutung. Konsistenz bedeutet hier, dass sich jemand wie erwartungsgemäß oder wie angekündigt verhält. Das heißt also, wenn ich irgendwie eine Aussage tätige, dass ich etwas tue, dann erledige ich das auch. Wenn ich beispielsweise auch durch mein Aussehen, durch mein Auftreten irgendetwas kommuniziere, dann erwarten die Leute auch, dass ich mich entsprechend dieser Kommunikation verhalten werde. Wenn ich hier also mit einer Feuerwehruniform rumlaufe, dann gehen die Leute in der Regel davon aus, dass ich Feuerwehrmann bin. Genauso, wenn ich mit einer Bankkaufmann-Uniform, sprich mit Anzug, Krawatte, ordentlicher Frisur und so weiter rumlaufe, dann nehmen mir die Leute auch eher ab, dass ich Bankkaufmann bin. Und ich kann eben versuchen, die Leute dann über irgendwelche Tricks und Manipulationen auszunutzen. Wichtig ist, dass der Wunsch nach Konsistenz als zentrale Verhaltensgrundlage betrachtet wird. Also jede Gesellschaft, jede Organisation, egal was es ist, verlangt konsistentes Verhalten. Weil sonst diese ganze Organisation, dieser ganze Verein nicht funktionieren, nicht überleben kann. Konsistenz wird also geschätzt und erwartet. Das wurde wunderbar herausgearbeitet von Niklas Luhmann in seinem Werk Vertrauen als Mittel zur Reduktion sozialer Komplexität. Klingt ziemlich kompliziert zu lesen, ist es leider auch, ist aber eben sehr gut in der Beschreibung dieser Konsistenz auf sozialem Niveau oder auf sozialer Ebene. Generell ist es so, dass natürlich neben der Erwartung des konsistenten Verhaltens Inkonsistenz als unerwünschtes Verhalten betrachtet wird. Das heißt also, man geht davon aus, dass Leute, die sich inkonsistent verhalten, eine geistige Störung haben, dass sie also nicht ganz dicht sind oder sonst irgendwie betrachtet werden. Das kann man selber mal einfach testen, indem man sich in die Straßenbahn oder in den Bus setzt und einfach mal grundlos anfängt zu lachen. Und dann guckt man mal, wie die Passagiere, die mit einem mitfahren, darauf reagieren. In der Regel werden die solche Inkonsistenz vermuten und vermuten, dass derjenige, der einfach loslacht, irgendwie gestört ist. Das Ganze wurde mit einem, wie ich finde, wunderbaren Experiment überprüft. Und zwar in den 50er oder 60er Jahren ging ein Assistent des Versuchsleiters zum Strand, um sich zu sonnen und nahm ein Kofferradio mit. Das Kofferradio hat er neben sich aufgebaut, also hat er sein Strandtuch ausgebreitet, sich draufgelegt, in die Sonne gelegt, Kofferradio angemacht. Nach 10 Minuten ist er aufgestanden, ist zu so einem Verkaufsstand gegangen, hat sich was zu trinken geholt. In der Zeit kam ein anderer Assistent angelaufen, griff sich das Radio und verschwand damit. Das Ganze hat man 10-mal durchgeführt. Das heißt also, 10 Versuchspersonen gab es, von denen hielten lediglich 4, also 40%, den entsprechenden Dieb auf, also den Assistenten.
Im zweiten Durchlauf bat der erste Assistent seine Nachbarn auf das Radio zu achten. Er ging also zu seinen Nachbarn und sagte, ich muss mal kurz was zu trinken holen, können Sie mal auf mein Kofferradio aufpassen. Wichtig ist hierbei, 20 Versuchspersonen gab es. 20 Versuchspersonen haben zugesagt, auf das Radio aufzupassen und 19 von 20 Versuchspersonen haben den Dieb gestoppt. Das Experiment musste abgebrochen werden, weil einige der Versuchspersonen mit Gewalt gegen den zweiten Assistenten vorgegangen sind. Es ist also wirklich vorgekommen, dass die Versuchspersonen, die daneben saßen, diesen zweiten Assistenten da mit körperlicher Gewalt stoppen wollten. Die eine Versuchsperson, die nicht reagiert hat, die wurden hinterher interviewt und die hat ausgesagt, dass sie als kleine und zierliche Frau etwas Angst hatte, sie hat einfach körperliche Angst gehabt und hat deswegen den Dieb nicht gestoppt. Sie hat aber sofort andere anwesende Passanten aufmerksam auf die Situation gemacht und versucht, die dazu zu bekommen, dass sie dem vermeintlichen Dieb hinterherlaufen. Das heißt also, was man aus diesem Beispiel, aus diesem Experiment nachvollziehen kann, ist, die Leute sind in der Regel gewillt, auf Sachen aufzupassen, beziehungsweise jemandem einen Gefallen zu tun. Und wenn sie diese Zusage geben, dann halten sie die auch sehr häufig ein. Wir sehen also hier, 19 von 20 ist eine extrem hohe Zahl. Ne? USA. Ich glaube New York, bin mir aber nicht ganz sicher. Also in der Bibliografie, im Artikel ist die Bibliografie drin, da sind auch alle konkret aufgeführt. Die nächste Frage oder die Frage, die sich jetzt wieder dem Psychologen stellt, ist, wie kann ich konsistentes Verhalten auslösen? Also wie bekomme ich jemanden dazu, etwas zu tun, das er mir versprochen hat? Ein konsistentes Verhalten wird durch ein sogenanntes Commitment ausgelöst. Commitment muss ich, glaube ich, als Begriff nicht weiter erklären. Es gibt, oder man könnte zu Commitment sagen, es ist eine Art Versprechen, beziehungsweise im rechtlichen Gebrauch oder in der Jurasprache gibt es ja auch diesen Begriff, dass Kaufleute auf Treu und Glauben handeln, dass sie also quasi ihre Commitments auch einhalten, dass sie sich konsistent zu ihrem Commitment verhalten. Wichtig ist hierbei, das ist in der Forschung mehrfach untersucht worden, dass das Commitment freiwillig und ohne Druck oder ohne Belohnung gemacht werden muss, sonst hat es nicht die erwünschte Wirkung. Wenn ich also jemandem die Pistole auf die Brust setze oder irgendeine Belohnung anbiete, dann erfolgt ein Commitment häufig nur, um diese Belohnung zu bekommen bzw. der Bestrafung zu entgehen. Und damit hat es nicht die erwünschte Wirkung. Das heißt also, die Konsistenz eines erzwungenen Commitments ist wesentlich niedriger als die eines freiwilligen Commitments. Ne? Ich habe es hier mal gesagt, dass ein aktives Opt-in, wo also jemand von sich aus freiwillig ein Commitment abgibt, die beste Form des Commitments ist. Interessanterweise gibt es dazu auch Forschung, die ich aufgrund der Zeitspanne leider hier nicht genau ausführen kann. Die Chinesen haben im Koreakrieg an einigen amerikanischen Soldaten quasi Experimente durchgeführt und haben die dazu gebracht, dass sie während ihrer Kriegsgefangenschaft von 2 bis 3 Jahren vom glühenden amerikanischen Patrioten zum glühenden Verfechter des chinesischen Kommunismus umgedreht wurden und dann wieder in die USA zurückgeschickt wurden. Da gibt es also sehr viel Forschung zu diesem Thema, weil natürlich die amerikanischen Militärbehörden dann entsetzt waren, als ihre Soldaten zurückkamen und die auf einmal glühende chinesische Kommunisten waren. Und die Chinesen sind eben dabei so vorgegangen, dass sie versucht haben, über Commitments und konsistentes Verhalten zu erzielen. Sie haben also die Soldaten dazu gebracht, über ihren Lebenslauf zu schreiben und dann in mehreren Schritten haben sie dazu gebracht, nicht nur über ihren Lebenslauf zu schreiben oder über Amerika, sondern auch über den chinesischen Kommunismus, über Kommunismus allgemein und so weiter. Und das führte dann dazu, dass innerhalb dieser 3 bis 4 Jahre die Soldaten streckenweise komplett umgedreht werden konnten in ihrer politischen Einstellung. Man sieht also, so ein Commitment kann durchaus, wenn man das entsprechend aufzieht, kann das durchaus entsprechende Wirkungen haben. Das findet sich übrigens, also solche Commitments findet man übrigens auch in beispielsweise irgendwelchen Diätratgebern oder wenn man aufhören möchte zu rauchen, Ratgebern, wo einem empfohlen wird, dass man, bevor man anfängt mit der Diät oder mit dem Rauchen aufzuhören, jedem erzählen soll, dass man das jetzt macht, weil man sich damit unter Druck setzt. Ne? Man gibt also quasi das Commitment ab, ich höre jetzt auf zu rauchen und dann werden natürlich die Angehörigen darauf achten, dass man sich auch konsistent verhält und dann wirklich aufhört zu rauchen. Das heißt also, wenn jemand aufhören möchte zu rauchen, funktioniert das ganz wunderbar. Andere Beispiele für Commitment und Konsistenz sind die sogenannten Initiationsriten, die sich eigentlich in jeder Organisation oder in jeder Gruppe finden. Bekannt sind sie natürlich in den Burschenschaften, insbesondere in den deutschen und in den amerikanischen, beziehungsweise in den Armeen, besonders dort in irgendwelchen Spezialeinheiten, wo also irgendwelche Initiationsriten durchgeführt werden, damit die Leute dort eben anerkannt und akzeptiert werden.
Wichtig ist hierbei, das hat die Forschung auch mehrfach ergeben, dass initiierte Personen, also Personen, die durch solch einen Initiationsritus durch mussten, die Gruppe besser unterstützen und die Gruppe auch positiver einschätzen. Man hat also im Prinzip zwei Gruppen aufgebaut, die in sich gleich waren und hat in der einen Gruppe die Leute ohne Initiationsritus reingelassen, in der anderen Gruppe mit Initiationsritus. Und es war nicht überraschend festzustellen, dass die Gruppe mit Initiationsritus wesentlich konsistenter war und wesentlich besseren Zusammenhalt hatte und wo die Leute sich auch wesentlich besser aufeinander verlassen konnten. Der vierte Punkt, die soziale Bewährtheit. Ja, soziale Bewährtheit lässt sich eigentlich so beschreiben, wir entscheiden, was korrekt ist, indem wir herausfinden, was andere Menschen für korrekt halten. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Spruch in der Erziehung der Kinder, wenn alle von der Brücke springen würden, würdest du dann auch hinterher springen. Ne? Als Psychologe kann ich nur sagen, natürlich würde ich hinterher springen. Eine Handlung gilt nämlich sozial, also auf sozialer Ebene als korrekt, wenn andere sie auch vollziehen. Wenn also irgendjemand etwas macht, dann ist das für mich natürlich eine Rechtfertigung, es auch zu tun. Wenn also alle Leute Filme aus dem Internet runterladen oder von der Brücke springen oder den Turm anstarren, dann würde ich das genauso tun. Soziale Bewährtheit funktioniert sehr gut, wenn Menschen unsicher sind. Wenn ich also das beispielsweise im Social Engineering ausnutzen möchte, muss ich dafür sorgen, dass ich Menschen verwirre. Wenn sie nämlich verwirrt sind, wissen sie im Moment nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sie sind also in so einem Arbeitszustand und suchen jetzt nach irgendeine Entscheidung zu treffen. Und dann kann ich natürlich über soziale Bewährtheit so eine Fixed Action Pattern oder so eine Urteilsheuristik antreten, indem ich einfach sage, dass andere Leute das auch tun oder dass Herr Müller und Frau Meier und Herr Schulze das vor ihnen auch schon getan haben. Und damit kann man eben versuchen, in einer solchen Social Engineering Attacke Leute dazu bekommen, etwas zu tun. Soziale Bewährtheit funktioniert ebenfalls sehr gut, wenn die Referenzen uns ähnlich sind. Die konformistischsten Menschen auf der Welt, die es gibt, sind Teenager. Es gibt nur einen kleinen Unterschied oder Eltern sagen häufig, dem ist nicht so, doch dem ist so. Das Problem ist nur, dass sich die Teenager nicht mehr an den Eltern orientieren, sondern sie sich verlagern von der Orientierung und ihre Peer Group, sprich die anderen Teenager, ihre Freunde und Bekannten als soziales Vorbild wahrnehmen. Und deshalb sagen Eltern häufig, dass eben Teenager nicht mehr konformistisch sind. Sie sind es aber eben in Bezug auf eine andere Gruppe. Ein weiteres Experiment wurde in Berkeley durchgeführt, 1968 oder 69. Da hat man einfach einen Assistenten losgeschickt und der sollte Studenten um 25 Cent bitten, damit er mal schnell telefonieren kann. Und am ersten Tag ist er losgezogen als klassischer Konservativer angezogen, also mit Anzug und Krawatte und gestriegeltem Haar und so weiter und hat dort natürlich dann Hippies und eben konservativere Studenten angesprochen. Und es war natürlich nicht verwunderlich, dass er von den Konservativen im Schnitt wesentlich mehr Geld und wesentlich häufiger Geld erhalten hat als von den Hippies. Am nächsten Tag hat man das Ganze umgedreht, dann ist eben derselbe Assistent nicht mehr als Konservativer, sondern als Hippie losgezogen und hat dann eben in der Situation von den Hippies mehr Geld bekommen und nicht mehr von den Konservativen. Man hat also hier gesehen, dass wenn er sich quasi als Vorbild, jeweiligen Studenten angepasst hat, wenn er also genauso ausgesehen hat wie sie, hat er wesentlich häufiger Erfolg gehabt, dass eine Bitte von ihm entsprochen wurde. Für soziale Bewährtheit gibt es noch weitere schöne Beispiele. Gelächter vom Band in TV-Sendungen, der eine oder andere kennt das ja sicherlich noch von El Bandi und Co., dass da irgendwie dieses sehr gekünstelte Lachen vom Band eingespielt wird, auch immer dasselbe Lachen. Man erkennt also sehr schnell, dass das Ganze künstlich ist und vom Band kommt. Interessanterweise haben aber Marktstudien ergeben, dass Sendungen und Filme, die mit diesem Gelächter vom Band ausgeliefert werden, wesentlich positiver bewertet werden als dieselben Sendungen mit einer Testgruppe ohne Gelächter vom Band. Das heißt also, jeder weiß, dass es Blödsinn ist, aber trotzdem funktioniert es irgendwo. Dann gibt es noch das Beispiel von jemandem, der den Kirchturm anstarrt. Habe ich selber mal ausprobiert, als ich mich mit dem Thema befasst habe. Bin also in Magdeburg zum Rathaus gegangen. Da gibt es einen sehr schönen Turm. Habe dann eine Zeit lang da gestanden und den Turm angestarrt. Das führte dann dazu, dass nach ein paar Minuten neben mir auch Leute standen und den Turm angestarrt haben. Dann habe ich das Ganze noch auf die Spitze getrieben. Bin erstmal Mittagessen gegangen, war also eine halbe Stunde weg. Kam zurück, stand eine noch größere Menschentraube, den Turm angestarrt. Der interessante Teil war aber, ich bin dann hingegangen und habe jemanden gefragt, warum die denn alle nach oben starren. Und da wurden mir dann die wildesten Theorien entgegengeworfen. Also von Selbstmördern bis hin zu die Uhr brennt und sonst irgendwelchen Sachen. Also es war völlig blöd. Dann hat sich eine Gruppe, also so ein Prozess in Gang gesetzt, der im Endeffekt dann nicht mehr steuerbar war. Genau das nutzt natürlich auch die Werbung auf, die dann immer sagt, es gibt diese sogenannten Testimonials, also wo Leute erzählen, dass sie Produkt X total toll finden. Das wird halt eben ausgenutzt, jeder kauft, nutzt, tut X. Ne? 100% meiner Freundinnen würden ihrer Freundin irgendwelches Shampoo oder sowas empfehlen.
Ein anderes Beispiel, wo das wunderbar funktioniert, war in Malaysia 1999. Da hat man nämlich eine malaysische Bank gecrashed. Und zwar entstand am frühen Morgen das Gerücht, dass die Bank keine Bareinlagen hat, dass sie also quasi kein Geld mehr zur Verfügung, kein Bargeld mehr zur Verfügung hat. Daraufhin sind die Leute zur Bank gerannt, haben ihr Bargeld abgehoben, haben ihr Konto geplündert, haben dann ihre Freunde und Bekannten und Verwandten angerufen, haben denen gesagt, die Bank hat bestimmt bald kein Bargeld mehr, holt neuer Geld ab. Und das führte dann dazu, dass die Leute, die ihre Konten aufgelöst haben, immer mehr wurden und damit im Endeffekt die Bank wirklich in den Ruin getrieben wurde. Die Leute sind losgerannt. Es hat sich dann auch so eine riesen Tension-Traube gebildet und am Abend des Tages war die Bank endgültig pleite. Und alles nur, weil irgendjemand dieses Gerücht in Umlauf gebracht hat. Ein anderes Beispiel, das wir ja auch seit der Love Parade kennen, sind eben solche Stampedes, also Massenpaniken funktionieren nach demselben Prinzip. Das ist eben beispielsweise in Fußballstadien oder eben auf der Love Parade selber schon zu Unglücken gekommen. Eine andere Sache, die auch sehr interessant ist für Psychologen, die affektive Desensibilisierung mittels Video ist möglich. Das stammt also aus der Forschung in den 60er, 70er Jahren. Da hat man Kinder genommen, die Angst vor Hunden hatte, hat die in den Raum gesetzt und hat ihnen immer Videos vorgespielt, wo andere Kinder mit Hunden spielen. Und das Ergebnis war, dass nach mehreren Behandlungssitzungen, wo die Kinder nur dieses Video gesehen haben, die Kinder, die dieses Video gesehen haben, eben wesentlich weniger Angst vor Hunden hatten. Interessanterweise berufen sich einige Forscher auf diese Tests bzw. diese Studien, wenn es in die Killerspieldebatte geht. Man versucht also davon abzuleiten, dass man, wenn man eben Killerspiele spielt, man zum Amokläufer oder ähnliches wird, was aus rein psychologischer Sicht wieder völliger Unsinn ist. Ein anderer Punkt, der ebenfalls sehr interessant ist, ist der sogenannte Passive Bystander-Effekt, der Ende der 60er Jahre in den USA untersucht wurde. Und zwar gab es einen Fall, wo eine Kellnerin in einem Restaurant abends überfallen wurde. Die wurde mit mehreren Messerstichen getötet, sie hat also mehrfach um Hilfe gerufen, ist vor dem Täter geflüchtet. Der Täter ist mehrfach hinterher, sie hat jedes Mal mit dem Messer auf sie eingestochen, hat dann von ihr abgelassen, ist verschwunden, kam wieder zurück. Und in der Zwischenzeit hat eben das Opfer namens Kitty Genovese mehrfach um Hilfe gerufen. Und das Interessante an der Situation war, oder das Perverse, je nachdem, wie man es sehen möchte, dass mehr als 30 Zeugen zugesehen haben und keiner von denen hat auch nur einen Finger krumm gemacht. Also weder hat jemand geholfen, noch hat jemand die Polizei gerufen. Daraufhin gab es dann einen riesen Artikel in der New York Times, der hieß, glaube ich, 37 who saw murder didn't call police oder so ähnlich. Und dann wurde eben wieder darüber lamentiert, dass man ja durch die neuen Medien, sprich durch das Fernsehen, desensibilisiert würde. Die Menschheit würde jetzt mehr Gewalt bevorzugen. Und so dieselbe Debatte, die man heute um Killerspiele geführt hat, wurde damals schon mittels Fernsehen bzw. über das Fernsehen geführt. Das führte aber im Endeffekt auch darin, dass sich insbesondere an der Universität New York mehrere Forscher mit dem Thema auseinandersetzten. Und die haben dann mittels verschiedener Experimente eben diese Situation untersucht und haben den sogenannten Passive Bystander, also der quasi Passant oder Zuschauer, der nicht agiert, herausgefunden. Die interessanten Punkte oder die interessanten Variablen sind aus psychologischer Sicht die, dass wenn mehrere Zeugen dort sind und die Zeugen voneinander wissen, so eine Art sozialer Deadlock entsteht. Jeder steht da, weiß nicht, was er tun soll, weil so eine Situation, in der jemand abgestochen wird oder beispielsweise nach einem Unfall oder ähnlichem, ist für die meisten Menschen neu und hofft dann darauf, dass der andere was tut. Ich sehe ja da drüben noch einen anderen Zeugen stehen, der wird schon was machen und dann kann man eben für sich rechtfertigen, dass man nicht eingreift. Wenn in den Experimenten klar war, dass die Person hilflos ist, weil sie beispielsweise ein Kind war oder ein Rollstuhlfahrer, dann haben in 100% der Fälle die Menschen sofort eingegriffen. Eine zweite Variation des Experiments bezog sich darauf, dass man nicht mehr mehrere Zeugen hatte, sondern nur noch einen Zeugen. Und bei dieser Situation, wo also nur ein Zeuge vor Ort war, war die Helferquote auch bei über 90%. Das heißt also, wenn keine weiteren Zeugen zugegen waren oder sofort ersichtlich ist, dass die Person Hilfe benötigt, dann haben die Menschen auch geholfen. Dass die Leute nicht reagiert haben, ist eben nur zustande gekommen, wenn mehrere Zeugen vor Ort waren und die sich gegenseitig wahrgenommen haben. Sie also gesehen haben, da steht noch jemand und der reagiert nicht auf mich. Wenn also jemand mal in einer Situation ist, dass zum Beispiel irgendwie vor ihm ein Unfall passiert oder jemand Hilfe benötigt, unbedingt sofort reagieren, nicht davon ausgehen, dass die anderen schon was machen werden, sondern selber aktiv werden. Es reicht, wenn man Polizei einen Notruf ruft und wenn man Leute ansprechen will, nicht um Hilfe rufen bzw. irgendwie sagen, helfen Sie mir bitte, sondern gezielt eine einzelne Person herausgreifen und diese ansprechen. Also beispielsweise an der Straßenbahn sagen, Sie da vorne mit der grünen Jacke, gehen Sie zum Fahrer und sagen Sie, wir haben einen Notfall oder sowas. Weil dann dieser Passive Bystander-Effekt nicht zum Tragen kommt. Wenn man den Leuten also direkt Befehle erteilt, reagieren sie darauf wunderbar. Habe ich selber schon mehrfach erlebt, also in der Straßenbahn gefahren, dann hatte dort ein Passagier einen epileptischen Anfall und ich habe dann da wunderbar Befehle erteilt, die Leute standen stramm und haben das alles gemacht, das geht super. Man muss sie eben nur ansprechen.
Und warum das funktioniert, das sehen wir jetzt in diesem Kapitelchen. Obedience to Authority. Den Titel habe ich nicht übersetzt, denn das ist der Titel eines bekannten Buches von einem gewissen Stanley Milgram. Der ist ja auch inzwischen berühmt-berüchtigt, oder man muss sagen, das Milgram-Experiment ist das berüchtigste Experiment der Sozialpsychologie neben Stanford Prison. Stanley Milgram hat in den 70er Jahren ein angebliches Lernexperiment durchgeführt mit 40 Versuchspersonen. In diesem Lernexperiment wurden zwei Versuchspersonen ausgewählt. Eine Versuchsperson war der Lehrer, eine Versuchsperson war derjenige, der lernen musste. Derjenige, der lernen musste, musste 40 zufällig ausgewürfelte Wortpaare auswendig lernen. Da standen also immer zwei Wörter auf der Liste und er musste wissen, welche beiden zusammengehören. Dann wurde dem Lerner etwas Zeit gegeben, er konnte die Liste lernen. Dann wurde er in einen Nebenraum geführt, wurde auf einen Stuhl festgeschnallt, wurde mit Elektroden versehen und über diese Elektroden wurde dann ein Stromstoß verabreicht. Die zweite Versuchsperson, der Lehrer, wurde in einen anderen... Der Lehrer wurde in einen anderen Raum geführt, wurde an eine Maschine gesetzt, also an einen Kontrollpult, wo verschiedene Schalter angebracht waren und dann sollte er quasi über Mikrofon verbunden mit dem Lerner in dem anderen Raum jeweils die Frage stellen. Das heißt also, sollte er das erste Wort nennen und innerhalb einer bestimmten Zeit von 5 Sekunden sollte der Lernende oder derjenige, der das lernen sollte, die entsprechende Antwort geben. Wenn er die Antwort nicht rechtzeitig gab oder die Antwort falsch war, sollte der Lehrer ihm sagen, dass die Antwort falsch ist und er dafür jetzt mit einem Elektroschock bestraft wird. Dann wurde der erste Knopf gedrückt, der zweite Knopf und dann der dritte und so weiter und so fort. Beim ersten Knopf wurde ein Stromschlag von 15 Volt verabreicht, beim zweiten Knopf ein Stromschlag von 30 Volt, beim dritten 45 Volt. Das heißt also, mit jedem weiteren Schalter oder jedem weiteren Stromschlag erhöhte sich die Spannung, wie jetzt gerade eben auch, erhöhte sich die Spannung um 15 Volt bis am Schluss 450 Volt Anlagen. Das ist also verglichen, also in den USA sind das der Vierfache der Haushaltsspannung. Hat jemand eine Ahnung, wie viel der Versuchsperson bis zu 450 Volt gedrückt haben? Wie viel Prozent, was schätzt ihr? Na, nein, alle nicht. Das Interessante war, Milgram wollte das Experiment oder hat das an seiner Universität erstmal nur zum Test durchgeführt. Er hat vor seine Studenten, seine Kollegen gefragt, was glaubt ihr, wie viele Leute drücken denn die Knöpfe? Und daraufhin meinten dann die Professoren und Studenten, naja, maximal allerhöchstens 5% der Versuchspersonen, weil ein paar Psychopathen gibt es ja immer. Und der Rest macht sowas nicht, weil wir sind ja aufgeklärte Bürger und sowas. Niemand würde sowas tun. Ergebnis des Experiments, 100%, also 40 Versuchspersonen gingen bis 300 Volt. Und 26 Versuchspersonen, also 65%, drückten bis auf 450 Volt hoch. Die haben also schön die Reihe durch, alle Schalter gedrückt. Das Experiment wurde danach mehrfach variiert. Das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Milgram ist dafür sehr stark angefeindet worden, hat damit eigentlich auch seine Karriere ruiniert, weil danach hat er kein Bein mehr auf den Boden bekommen in der Wissenschaft. Aber das Experiment wurde eben, wie gesagt, mehrfach wiederholt. Und das Interessante dabei ist, der Auslöser dafür, dass die Leute wirklich bis 450 Volt, also quasi bis oben die Schalter gedrückt haben oder überhaupt die Schalter zu drücken, lag in der Autorität des Versuchsleiters. Im ersten Experiment stand dort ein Versuchsleiter, der klischeehaft einen Professor dargestellt hat. Der hatte also so ein Klemmbrett dabei, eine große Nickelbrille auf und einen weißen Kittel an und darunter Hemd und Krawatte. Das sah also so aus, wie man sich gemeinhin damals einen Psychologieprofessor vorstellte. Und er hat immer die Anweisung gegeben, bitte führen Sie das Experiment zu Ende durch, bitte drücken Sie die Knöpfe weiter. Was dann dazu führte, dass die Versuchspersonen das taten. Das Experiment wurde eben mehrfach variiert und da wurde auch die Rolle des Versuchsleiters geändert. Man hat das also danach nochmal durchgeführt in einem Hafengebäude, als privates Forschungsinstitut getarnt und dort hatte der Versuchsleiter lediglich Jeans und T-Shirt an. Und da ist dann eben die Zustimmungsrate, also die Rate der Leute, die gedrückt haben, wesentlich runtergegangen. Also allein auf der Grund der Tatsache, dass der Versuchsleiter einen weißen Kittel anhatte und ein Klemmbrett dabei hatte, haben die Versuchspersonen wesentlich häufiger diese Schalter gedrückt. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls noch mit reinkommt, ist die Distanz zwischen den Versuchspersonen. Im ersten oder in den ersten Experimenten waren die ja räumlich getrennt. Die zweite Versuchsperson, die Elektroschocks bekommen hat, war in Wirklichkeit natürlich ein Schauspieler und keine arme Versuchsperson, die da gefoltert wurde, sondern der hat das auf Band aufgenommen und dann jedes Mal abgespielt. Der saß in anderen Experimenten dann direkt neben der Originalversuchsperson, der echten Versuchsperson und dort sinkt dann die Zustimmungsrate auch dramatisch ab. Wenn die Leute sich also in die Augen gucken, wird es offenbar für die Original- oder für die echte Versuchsperson wesentlich schwieriger, auf den Knopf zu drücken.
Interessant ist hierbei aber auch, ich weiß nicht, ob wir es zeitlich noch schaffen, das Video zu zeigen, dass die meisten Versuchspersonen sich eigentlich geweigert haben, auf die Knöpfe zu drücken. Das ging sogar so weit, dass einige Versuchspersonen Nervenzusammenbrüche erlitten und katatonisch wurden. Die waren also nicht mehr ansprechbar. Die sind zusammengebrochen, haben geschrien, gekreischt, gelacht, haben irgendwie versucht, diesen psychischen Druck abzubauen, haben aber trotzdem die Befehle des Versuchsleiters weiter ausgeführt. Das heißt also, obwohl sie es eigentlich nicht wollten, obwohl sie dann mit dem Versuchsleiter lamentiert haben, haben sie trotzdem weiter auf den Knopf gedrückt. Und das Ganze wurde dann in einem weiteren Experiment noch dahingehend erweitert, dass der Schauspieler ab einer bestimmten Voltzahl, ich glaube so um die 300 Volt, einen Herzinfarkt vortäuschen sollte. Man sieht dann also im Video, wie er schreit, ich habe einen Herzinfarkt, ich habe ein Herzproblem, bitte hören Sie auf, bitte hören Sie auf. Und daraufhin tritt dann Stille ein, er antwortet also nicht mehr. Und der Versuchsleiter, die